So, guten Abend, hallo und herzlich willkommen hier im Faschingszelt der Karnevalsvereine von Oelsnitz. Ja, was ist der große Anlass unseres netten Beisammenseins? Wir wissen es alle, 800 Jahre Oelsnitz im Erzgebirge. 800 Jahre, das bedeutet 1000 Jahre Bergbau, 2000 Jahre Oberoelsnitzer Karnevalsverein und gefühlte 3000 Jahre Oelsnitzer Karnevalsvereinigung. Aber es bedeutet auch, dass wir immerhin 798 Jahre warten mussten, bis wir den Tag der Sachsen hier in Oelsnitz ausrichten durften. Und es bedeutet, dass wir auch 803 Jahre gewartet haben werden, bis wir endlich mal die Landesgartenschau hier in Oelsnitz ausrichten dürfen. Und als wir im Jahre 1994 die 775 Jahrfeier hatten, hatte sicherlich noch keiner dran gedacht, dass wir schon knapp 18 Jahre später die 800 Jahre voll machen werden. Aber wie das genau zusammenhängt, das weiß unser Erwerder Bürgermeister, der ja in seiner Freizeit die Stadt Oelsnitz regiert und hauptberuflich im Prinzip ja recherchiert, was mit Oelsnitz so los ist. Und ich werde jetzt das Wort an unseren Bürgermeister übergeben mit der Bitte. Ich habe Ihre Rede verfolgt unten am Markt, dass wir uns jetzt, ich sag mal, kleines bisschen kürzer halten, weil der wesentliche Teil dieser Veranstaltung, der befindet sich hier. Also möchte ich zusagen, dass ich kürzer mich halten werde. Aber erstmal an alle Narren hier im Zelt ein herzliches Glück auf und hello! Auch wenn wir außerhalb der Saison sind, aber das macht ja nichts. Mir wurden die Schlüssel nicht zurückgebracht. Das ist die erste Beschwerde, die ich loswerden muss. Abgenommen wurde mir die Stadtkasse und seitdem ist sie leer. Wenn ich aber sagen darf, was will uns dieses Zusammenkunft hierhin sagen, dann denkt man ja darüber nach, was wollen sie denn eigentlich, eine Verbindung von zwei Karnevalvereinen, und man versucht einen tieferen Sinn zu ergründen. Nun weiß ich natürlich nicht, ob ich das so richtig treffen werde, aber ich versuch's mal. Also die Tradition, mindestens 800 Jahre, das ist Oberoelsnitz, bodenständig. Und wenn man so richtig schaut, fest verankert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das moderne Oelsnitz. Die Stadthalle reichlich 50 Jahre alt, also jung geblieben in dem Sinne. Und auch dort ein junger, spritziger, dynamischer Verein. Manchmal ein bisschen raffiniert, aber ansonsten klappt alles wunderbar miteinander. Und in dem Sinne sage ich also ganz ehrlich, ich fühle mich hier wohl. Und es geht jetzt nicht um 800 Jahre oder 800 Glas Bier, sondern wir geben jetzt Freibier aus. Und das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Also nach den letzten 4, 5 Worten, wir geben Freibier aus, ich würde Sie glatt wiederwählen. Also das ist jetzt eine richtig ganz, ganz feine Sache. Und unsere Ehrengäste, als wir da hätten hier vorne unseren abgeschlankten Carli. Herzlich willkommen, Carli. Dann haben wir die Präsidenten der beiden Karnevalsvereine. Einmal Herrn Steffen Klaus vom Oberoelsnitzer Karnevalsverein und Herrn Sören Kühnert von der Oelsnitzer Karnevalsvereinigung. Und immerhin die Oelsnitzer Karnevalsvereinigung, wir sind ja Vorreiter, was die Prinzenpaare so angeht. Das nimmt man natürlich jetzt nicht wörtlich, ja. Also ich möchte nicht, dass mir jetzt das Wort hier im Munde umgedreht wird. Wir haben für die Saison, die ja wirklich erst in knapp 6, 8 Wochen beginnt, schon eine neue Herrlichkeit gefunden, die im Prinzip bis Aschermittwoch 2013, wann immer das auch sein mag, hier in Mittel-Oelsnitz das Zepter fest in der Hand halten werden wird. Liebe Freunde, verneigt euch ja fürchtig vor ihrer unendlichen Lieblichkeit, Prinzessin Stephanie.
Und an ihrer Seite regiert hier in Mittelhöls mit seiner absolute Tollität Prinz Michael. So, inwieweit traditionsbewusst die Oberösnitzer auch Prinzenpaare haben, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Habt ihr eins? Habt ihr keins? Wollt ihr eins? Braucht ihr eins? Ach, höchste Geheimhaltungsstufe. Mhm. Na gut, wird sich schon jemand finden. Ja? Wird sich schon jemand finden. Und wir begrüßen an dieser Stelle auch die Geschäftsführerin der Blick auf Brauerei Gersdorf, Frau Renate Scheibner. Herzlich willkommen. So, und in der Zwischenzeit hat sich unser Stadtoberhaupt schon einmal küchenfertig gemacht. Sieht von hinten zumindest recht schmuck aus. Und der Herr Bürgermeister hat jetzt die ehrenvolle Aufgabe, den symbolischen Fassbier-Anstich hier zu übernehmen. Er bekommt den Hammer und jetzt musst du irgendwie auf das Fass draufkloppen. Ich muss natürlich noch auf eins hinweisen. Ich habe den ersten Test, den die Brauerei immer bereithält, bestanden. Frau Scheibner testet immer, ob die Schlüsselringe um meinen Bauch auch ein Jahr überdauert haben, von der Größe und der Anzahl her. Kann ich bestätigen, es reicht noch. So, und wir zählen mit. Mensch, das ist ja wie beim Oktoberfest. So, und? Eins, zwei, drei, fertig. Als würde er den ganzen Tag im Rathaus nichts anderes machen, als Bierfässer anzukloppen. So, das wird jetzt schön voll gemacht. Das ist natürlich Freibier. Ja, da hätte ich auch gern vier. Und es macht ja nichts, wenn es schnell geht. Und die ersten vier Bier gehen an mich und der Rest wird dann hier unter dem närrischen Volk verteilt. Wir machen jetzt ein kleines bisschen Musik mit DJ Tilo und dann geht's weiter mit unserem Showtanz-Programm.